Seit wenigen Jahren hat sich bei uns bei der Buchs eine Pilzkrankheit eingeschlichen. Das sogenannte Buchsbaumtriebsterben oder Cylindrocladium buxicola. Anfangen tut das mit ein paar wenigen braunen Blättern, die sich typisch rund wie ein Fingernagel anfangen zu verfärben. In einem späteren Stadium lassen die Pflanzen die Blätter fallen und auf dem Trieb bilden sich die typischen schwarzen Flecken. Ist das Schadbild erkannt, behandeln Sie den Buchs mit einem entsprechenden Mittel. Die Behandlung erfolgt ab Mitte Mai bis Oktober. Wiederholen Sie die Spritzung nach 4 Wochen. Um einen erneuten Befall im Folgejahr zu vermeiden, wird die Behandlung im Frühjahr ab Mitte Mai wiederholt. Verwenden Sie ein Spritzgerät, wo Sie genügend Druck aufbauen können, damit Sie den Pilz auch im Inneren der Pflanze wirkungsvoll erreichen. Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, ist es wichtig, das Schnittwerkzeug zu desinfizieren. Beim Schnitt von Hecken und Einfassungen desinfizieren Sie die Schere alle 1 bis 2 Meter. Eine weitere Massnahme ist, dass man den Buchs nicht über Blätter bewässern, sondern direkt in den Wurzelballen gießen. Mit der richtigen Behandlung treibt Ihr Buchs mit der neuen Vegetationsperiode wieder tipptopp aus. Wir befinden uns hier im Garten von der Frau Bieri. Wie ein Haufen andere Gartenbesitzer hat auch sie grosse Freude an Buchs. Grüezi Frau Bieri. Grüezi Herr Fluder. Herzlich willkommen in unserem Garten. Wir sehen, Sie haben einen Haufen Buchs. Wieso das? Buchs ist eine wunderschöne Pflanze und sie hat mich schon immer fasziniert. Sie ist robust und pflegeleicht. Man kann sie in verschiedene Formen schneiden, so wie es einem gefällt. Wie es Frau Bieri schon erwähnt hat, ist der Buchs in vielen verschiedenen Situationen einsetzbar. Sei es hier als wunderbar geschnittene Einfassungshecke oder zum Beispiel als Kugeln im Gefäß. Damit der Buchs so robust aussieht, braucht er eigentlich nur einen optimalen Standort und eine regelmäßige Nährstoffzufuhr. Damit Sie weiterhin einen Haufen Freude an Ihren Buchs haben können, ist eine regelmäßige Kontrolle auf Pilzbefall sehr wichtig. Achten Sie darauf, dass Sie rundum und selbstverständlich auch im Inneren der Pflanze kontrollieren. Zum Schluss mein Tipp als Fachmann. Wichtig ist, dass Sie abgefallenes Laub vom Boden entfernen und nicht im Kompost, sondern im Hauskehricht, das in die Verbrennung geht, entsorgen. Auf Wiedersehen miteinander.